Ich bin Michael Baumgartner und ich bin Mitglied der Dichter zusammen. Was ich jetzt so immer bei den Dichtern zusammen in ihren Lesungen vortrage und erzähle, das ist sozusagen die Spitze des Eisberges von meinem Werk. So einer also. Dass ihn die Menschen, vor allem die klatschsüchtigen Kollegen, für einen Mann mit Geheimnissen hielten, merkte Klaus Makel, als er erwähnte, dass die gerade angesagte Schauspielerin Tanja Grünling 2 Jahre gemeinsam mit ihm zur Schule gegangen war. Wir waren Klassenkameraden, weiter nichts, sagte er. Damals war sie zwar hübsch, aber auch etwas unscheinbar, aber auf der Bühne, da war sie eine andere, da war sie eine völlig andere. Das hat mir so gut gefallen, dass ich es ihr am nächsten Tag gleich sagen musste. Die Begeisterung in Klaus' Stimme war spürbar und ließ die beiden Kollegen Sven und Gerwin zustimmend nicken. Aber ich verfolgte ihre Karriere nicht. Mir gefiel nicht, was sie aus sich gemacht hat, fügte Klaus hinzu. Das war enttäuschend für seine Kollegen, die mehr erwartet hatten. Nach einer Weile verzogen sie sich wieder an ihre eigenen Arbeitsplätze. Aber das sprach sich herum. Offenbar konnte Sven, der Manipulator, nichts bei sich behalten und hat es ausgestreut. Und das beflügelte die Fantasie des Kollegenkreises. Klaus spürte es an den Blicken und der gesteigerten Aufmerksamkeit. Aber es störte ihn nicht weiter. Es wagte ihn niemand weiter nach der Jugend von Tanja zu fragen. Aber da war noch was Neues. Neid. Nach einer Weile legte sich das wieder. Aber unterschwellig warteten sie nur auf weitere Enthüllungen. Also so langweilig wie Klaus kann niemand sein, sagte einmal ein Kollege zu einem anderen auf der Betriebsfeier und Klaus bekam es mit, vermutlich nicht ganz zufällig. Aber er ließ sich nicht provozieren. Es amüsierte ihn und er dachte sich seinen Teil. Der Kollege, der da etwas bierselig seine Meinung von sich gab, war selbst ein Langweiler. Und dann lud Klaus seine Kollegin Britta anlässlich eines erfolgreichen Projektabschlusses, an dem sie beide zusammengearbeitet haben, zum Essen ein. Klaus mochte Britta. Britta gehörte zu denen, die nicht ratschten und war sonst eine angenehme Gesellschaft. An diesem Abend war sie aber nicht guter Stimmung und redete sich ein Problem von der Seele. Klaus hörte freundlich zu, aber es war klar, dass sich an diesem Abend nichts weiter ergab. Am nächsten Morgen wurde sie natürlich von einer befreundeten Kollegin gefragt, wie es denn gewesen sei. Als Klaus sie wegen einer Besprechung aufsuchte, bekam er mit, dass Britta nach ihm gefragt wurde, wie er denn so gewesen sei. Britta lächelte nur vieldeutig. Das reichte schon aus. Grinsend wandte sich die Kollegin ab und streifte Klaus mit einem wissenden Blick. Britta selbst schaute entschuldigend Klaus an und hob die Schultern. In einer Mittagspause, wenig später, kam einmal der Prozess eines bekannten Promi- und Modelagenten zur Sprache. Die Bild lag gerade auf Svens Schreibtisch und die Titelschlagzeilen sprangen dem Leser wieder förmlich entgegen. Der Mann wurde von vielen wegen seiner Bekanntschaft mit schönen Frauen beneidet. Natürlich nur insgeheim. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, sagte Klaus leichthin, dass es so mit ihm endet. Wieso? Kennst du ihn etwa? Fragte Sven. Die Sachen der Schauspieler waren noch nicht vergessen. Dem bin ich sogar einmal begegnet. Da war er mein Nachbar und hatte noch keine Villa und ein Büro in der Innenstadt. Aber er hatte schon einen guten Ruf als Agent. Die Kollegen wurden hellhörig. Sven, der sich auf seinen Tisch gesetzt hatte, schien etwas näher zu rücken. Das war früher, am Anfang
seiner steilen Karriere als Agent hatte er eine Wohnung direkt neben mir, sagte Klaus. Nur ein Flur trennte uns voneinander. Dorthin hatte er immer wieder Mädchen und junge Frauen eingestellt, die von einem Leben als Model oder Schauspielerin träumten. Die Adresse hatte sich herumgesprochen, sodass auch mal hübsche junge Damen vor Klaus Tür standen und sogar bei ihm läuteten, um zu fragen, ob er wisse, wann denn der Herr Agent da sei und ob er ihm etwas übergeben könnte. Sie trauten ihm mehr als dem Agenten, dessen Postfach sicher von Fotomappen angehender Klientinnen überquoll. Da war doch mehr, stand auf Svens Stirn geschrieben. Doch Klaus blieb nähere Details schuldig. Endlich fügte er noch dazu: Es waren ein paar Hübsche dabei, aber sie waren nicht mal nach meinem Geschmack. Da war die Kaffeepause beendet und damit ihre Unterhaltung. Aber die Gerüchteküche fing nun erst an zu arbeiten. Im Nu hatte Klaus den Ruf eines Frauenhelden weg. Es wurde getuschelt über ihn. So einer ist er also, hörte er des Öfteren. Aber er tat seine Arbeit weiter wie bisher und verhielt sich nicht anders als sonst. Das zweite Rendezvous mit Britta war für sie eine Wiedergutmachung und eine zweite Chance. Für Klaus war es eine weitere Gelegenheit, Britta näher kennenzulernen. Nach dem guten italienischen Essen, das sie fast nur mit Geplauder über den Tag gewürzt hatten, verhielt Britta sich auffällend ruhig. Letztes Mal habe ich so viel von mir erzählt, sagte sie entschuldigt. Und was ist daraus geworden? Doch zu ihrer Überraschung lächelte Klaus nur. Das ist gar nicht so schlimm. Sie haben es gebraucht. Jetzt glauben die Kollegen mich zu kennen und lassen mich in Ruhe. Meinst du? Britta war skeptisch. Ja, ihre Neugier ist befriedigt. Aber im Grunde wissen sie nichts über mich. Das sagte er ruhig und sehr selbstzufrieden. Das klingt jetzt so, dass du das absichtlich getan hast, um ihnen Futter für ihre Fantasie zu geben. Ja, aber ich habe sie nicht angelogen. Nicht ganz jedenfalls. Britta nippte an ihrem Weinglas. Und darf ich etwas über dich wissen? Fragte sie fast herausfordernd. Möchtest du denn meine wirklichen Geheimnisse erfahren? Fragte Klaus zurück und schlug in dieselbe Kerbe. Ich weiß nicht, entgegnete Britta. Werde ich dich dann noch mögen? Ich glaube, das mit uns kann noch etwas werden, gab Klaus lächelnd zurück. Und beide mussten lachen.